Mit diesen Zutaten bekommst du springende Seifenblasen. Dafür benötigst du 4 Esslöffel Wasser, 1 Esslöffel Spülmittel und 2 Esslöffel Zucker. Alles gut vermischen und die Seifenblasen hüpfen lassen. Das machst du am besten mit einem Handschuh oder dem Ärmel deines Pullovers. Warum zerplatzen die Seifenblasen nicht? Wolle ist wasserabstoßend oder hydrophob. Kann also die wasserliebende oder hydrophile Seifenblase nicht aufnehmen. Zudem erhöht Zucker die Viskosität der Seifenlauge und das macht die Seifenblasen stabiler. Wichtig ist, dass du die Seifenblasen nur mit Stoff berühren darfst. Bei Kontakt mit der Haut läuft die Flüssigkeit der Seifenblase auf die Haut aus. Die Seifenblase trocknet aus und geht dabei kaputt. Und jetzt weißt du,